DDoS-Attacken können schwerwiegende Folgen für Unternehmen und Website-Betreiber haben. Doch was genau bedeutet DDoS und wo liegt der Unterschied zu DOS? DOS steht für Denial of Service. Ein Zielsystem, zum Beispiel ein Webserver, verweigert den Dienst. Er ist also nicht erreichbar, da er überlastet ist. Zu dieser Überlastung kommt es durch zu viele Anfragen in kürzester Zeit. So viele, dass er sie nicht alle gleichzeitig bearbeiten kann. DDoS ist ein Distributed Denial of Service. Dieser Angriff erfolgt verteilt, also von mehreren Systemen gleichzeitig. Hierfür werden Botnetze genutzt. Das sind viele durch Malware infizierte Rechner, die per Fernsteuerung für die Attacke missbraucht werden. Eine DDoS-Attacke hat also mehr Schlagkraft als ein DOS-Angriff und kann größeren Schaden anrichten. Cyberkriminelle versuchen mit DDoS-Angriffen häufig, Geld von Unternehmen zu erpressen. Wenn das Unternehmen nicht zahlt, wird die Website oder der Online-Shop lahmgelegt. Das bedeutet erhebliche Umsatz- und Image-Schäden. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von DDoS-Attacken, da die Zahl der Angriffe stark steigt. Das liegt auch daran, dass Tools zur Durchführung solcher Attacken einfach im Internet gekauft werden können. Außerdem werden die Angriffe immer gefährlicher und professioneller. Mittlerweile kombinieren Angreifer sogar verschiedene Methoden zu sogenannten Multivektor-Attacken. Was können Unternehmen gegen DDoS-Attacken tun? Eine Lösung dafür ist der DDoS-Schutz von PlusServer. PlusServer bietet ein breites und umfassendes Portfolio professioneller Lösungen zum Schutz vor DDoS-Attacken. Ein absolutes Muss im Cloud-Business. Schützen Sie Ihre Webanwendungen, Schnittstellen und DNS-Server und verhindern Sie Umsatz-, Daten- und Reputationsverluste. Sie wollen mehr wissen? In der Videobeschreibung und in den Kommentaren finden Sie mehr Informationen und Links. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.